Was mache ich jetzt damit? Ja. Mir geben. Ich behalte ihn einfach für immer. Machen wir mal hier so. Ja, dann nimm ihn halt nicht mit, hast schon recht. Lass den Bogen. Ach doch, ich nehme ihn gleich mit. Ja, nee, lass ihn ruhig liegen, wenn du nicht willst. Ich nehme ihn mit und werfe ihn irgendwo weg in der Wildnis. So, dass er verschwindet. Ich hoffe, du hast jetzt einen Disconnect und. An dem Moment, es funktioniert so ja nicht. So, was haben wir denn hier drüben? Das Feld der Steine. Ist der zufällig gleich ein Teleporter? Nee, glaub nicht. Nein, also kein Teleporter. Sag mal, wie viele Schamanen sind denn hier noch? Ganz schwierig, ich muss den bei dem Chat noch lesen. Ne? Das ist ganz schön anspruchsvoll. Ich traf mich an meine Grenzen, der Chat. Das war wieder mal die falsche Taste. Ich wollte den gerade zufangen, bevor ich trinke. Die goldene Armbrust ist totaler Schrott. Leider. Der Finio. Undankbar wie immer. Oh, du musst mir einen besseren hinterlassen. Oh, du gibst mir nicht mal dein Gold. Oh, warum tötest du nicht wieder mal alleine Gegner? Muss ich auch einen töten von den 200? Ja. Bin schon geplagt. Die Führer beschwert sich auch noch irgendwie im schneller Waffenland. Oh, zu viel Essen. Oh, zu viel nackte Weiber. Oh. Ganz schrecklich. Der Pancho mit 74 Verteidigung. So, was soll denn da drüben noch so? Nichts. Brauchst du die zufällig? Was brauche ich? 74 Verteidigung für Handschuhe. Was haben die sonst noch? Nix. Wir könnten jetzt erstmal den Teleporter im Feld der Steine machen. Hm? Könnten wir machen. Ich muss den gelben Bogen noch ausprobieren, aber der sieht auch kacke aus. Und dann könnten wir. Aber ausprobieren möchte ich den mal. Schön, nur noch 39. Ah, Moment, ich habe doch noch das. Ja. Ich habe doch noch das Schwert. Das Riesenschwert ziehe ich jetzt einfach mal aus meinem Würfel. Der saugt Mana ab. Mein Riesenschwert saugt nichts ab. Also du kannst es mal. Mein Bogen. Das Feld der Steine. Vielleicht mal den nächsten Teleporter suchen. Truhe. Harnisch, der ist vielleicht was wert. Gleich mal mitnehmen, den Scheiß hier. Oh Gott. Faulkrähe, immun gegen Gift. Aber die gehen tatsächlich sogar. Gegner, die gar nicht mal so mächtig sind. Geil. Okay, ich nehme das zurück. Sie treffen noch nicht sonderlich gut. Wieso kann der. Alter. Ja, ich muss dann mal. Muss mir das nochmal heilen lassen vom Gift. Der Orden heißt euch willkommen. Oh, ich habe ein Level abbekommen. Hört das doch mal jemand. Hast du den Teleporter gefunden? Nee. Ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich musste erstmal Krähen töten. Ich mache dann ein neues Portal, weißt du? Hungriger Tote. Läufst du da jetzt einfach rum oder was? Bist du verrückt? Was machst du? Weiß ja nicht, wo du warst.
Und renn halt nicht einfach rum und... Oh, da sind Gegner, laufe ich einfach weiter. Noch mehr Gegner, laufe ich weiter. Oh, okay. Keine Gegner gesehen. Habe ich nicht gesehen. Oh. Ich habe diesen riesigen feuerschmeißenden Bossgegner nicht gesehen. Tut mir leid. Er war nicht groß genug. Er hat nur die halbe Karte eingenommen. Kann man ganz schnell mal übersehen. Alter, der Bogen macht so viel, wenig Schaden, das gibt's gar nicht. Es ist 22 Uhr, wieso sind hier immer noch so viele Autos? Haben die Leute daheim nichts zu tun oder was? Das ist alles Gesinde, soll man nach Hause gehen? Das ist Wochenende. Ich abends 22 Uhr ist man daheim und fährt nicht draußen mit dem Auto rum. Wirklich. Abschaum. Schrecklich. Disco. Nur der Tote. Soll ich Resident Evil spielen? Jetzt soll ich mal Resident Evil 4 spielen. Ja. Oder Silent Hill. Was? Oder Silent Hill. Weiß ich nicht. Soll auch gut sein. Wieso stehst du jetzt immer noch da hinten rum? Was machst du denn da schon wieder? Na, hier ist noch ein hungriger Toter. Ich weiß nicht. Das sieht so aus, als würde es sich genauso scheiße steuern lassen wie Resident Evil, also die frühen Silent Hill Teile. Ist ja oft da drum rumzustehen und komm mit. Gibt ja auch Silent Hill 4, 5, 6, die sind auch in 3D. Weiß ich nicht, keiner von je gespielt. So, kannst du mal aufhören da auf der Stelle zu stehen? Nee. Scheiße, der Teleporter wird da, wo wir zuletzt gucken. Ah, geil, Boss. Und der Fino steht immer noch da oben. Vielleicht kommt er ja, wenn ich den Boss zu ihm bringe. Ja, das ist nur ein normaler Gegner. Nicht der Boss. Sag mal, was machst denn du jetzt? Hallo, kommst du jetzt endlich? Ich komme gleich, ich muss vergleichen hier. Ach, vergleichen, deine scheiß Schrottrüstung ist doch eh alles gleiche Müll. Nein. Wieso kommt denn der Boss jetzt nicht mit? Soll sich mal nicht so anstellen, okay. Na, also komm her. Warum? Ja, da ist der kleine Delfino, ja. Fass den kleinen Delfino. Wo ist er denn jetzt? Flucht extra schnell. Ja, ich muss so schnell. Junge, bleib doch mal stehen. Junge, geh doch mal weg. Ganz easy. Hat der Steiner gesunde doch Gift geheilt? Keine Ahnung, oder war ich jetzt nicht mehr vergiftet? Was weiß ich. Wo ist denn der Kack-Teleporter? Ich will ja nicht auf den Friedhof gehen und Dingsbums töten. Ich will endlich mal eine Herausforderung haben. Uff, ja, ja, nee. Oh, und der Fiend steht immer noch rum und macht nichts. Ich meine, gleich. Ja, hä? Ich bin doch gar nicht mehr da. Ich würde ein Portal übrigens vielleicht nicht mehr nehmen. Noch nicht. Wo kann ich hier Frostschutzmittel kaufen? Frostschutz? Ja, ich muss mir da was davon reinkippen.
Mal ein, zwei Liter Frostschutz und dann ist die Sache auch erledigt. Ach, komm. Kannst du mal wieder normal laufen. Und mein Portal. Was? Was? Mein Portal genommen. Du hast ein Portal gemacht? Ich habe mein Portal genommen. Mutig. Ja. Hä? Wieso ist da nur einer? Ist der Rest schon wieder hin? Auf nichts kann man sich verlassen hier. Ich bin schon wieder eingefroren. Ach, komm schon, das ist doch nicht wahr. Gibt's irgendwie ein Gegenmittel gegen eingefroren? Nee, oder? Nee. Nee. Hat also irgendwas Bossartiges irgendwie gelesen, oder? Ja, das gibt so. Es gibt sowas wie halbierte Erstarrungsdauer. Oder halt, wenn du Kälte erschaffst. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ach, ätherisch. Das will doch keiner. Das kann man nicht identifizieren, nicht reparieren. Selbst wenn es gut ist, ist es scheiße, weil kann es nicht reparieren. Mhm. Genau. So, wo ist denn jetzt mal dieser Teleporter? Hm? Da sind die Monolithen. Oh. Unterirdischer Durchgang, okay. Lass es mal durchgehen. Nee. Hungriger Toter. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal in Evil 4 gespielt habe. Da ist mir dann irgendwann auf dieser Insel die Munition ausgegangen. Dabei ist das Spiel gar nicht so schwer. Kann dir bei Alone in the Dark auch schnell passieren. Was ist mir in Forsaken passiert? Beim ersten Boss. Ich hab den vierten Teil damals Alone in the Dark im ersten Level nicht geschafft. Hab ich auch nie gespielt. Soll aber recht schwer sein, Alone in the Dark. Ja. Weil ich hatte immer keine Munition mehr. Ich will mehr Kopfschüsse, weniger Beinschüsse machen. Einfach mal treffen. Einfach mal gut sein. Das ist damit mal probiert. Guten Tag. Brauchst du ein Portal? Ach du Scheiße. Ich hab Schwarz gefunden. Mach dir mal ein Portal. Ich hab meins genommen. Na toll. Wie mache ich denn ein Portal, hä? Mal abschau. Ah, schwarz. Oh, oh, wow. Ich glaube, was du hast, so viel Schaden macht dir gar nicht. Nein, nein. Nein, ich bin vergiftet. Nein, ich will dies. Oh, ich gerne meine Ausrüstung und meine Heilung. Ich muss mal mein Portal nehmen. Dieses Gift schon ach, wieder. Ja. Dankeschön. Seid gegrüßt. Wofür? Dass du dein Portal nimmst. Okay, aber jetzt ist schon sonst weg. Du hast ja kein Portal mehr. Du musst doch da bleiben. Mhm, wenn ich vergiftet bin, na klar. Ja. Heile ich einfach mit meinem Gegengift. Ja. Hast du auch so viel Giftresistenz? Mhm. Ja. Minus 51. Das ist richtig. Immerhin. Wie viel hast du denn? Mehr als ich. Was hast du denn? 67 minus. Bleib doch mal da, du dummes Drecksvieh. Ja, jetzt sind da schon wieder 20 andere. Toll. Bleib da.
Jetzt ach, hör mal auf, so behindert durch die Gegend zu fliegen, ihr dummen, dummen Drecksviecher. Jetzt bleibt doch da! Könnt ihn vielleicht sogar besiegen, wenn er nicht ständig wegfliegen würde. Wahrscheinlich. Ah, komm schon! Einführen, vergiften und dann wegfliegen. Ja, toll. Der Fino ist immer noch nicht wieder da. Was machst du? Komm her. Ich war vergiftet. Ich war vergiftet. Mhm. Wovon denn? Vom aus der Entferne zuschauen. Nein. Bin doch sowieso keine Hilfe. Die Schnauze, hast erst ein goldenes Gegenstück-Dings eingesammelt. Okay. Komm schon, was so hab ich denn jetzt gedacht? Hast du mal ein neues Portal gemacht? Ja, aber es ist weiter weg. Natürlich auch direkt noch bei einem Gegner, ja danke. Also bei mir war da kein Gegner. Ja, bei mir war da kein Gegner. Außer den, der ja da war, aber den habe ich ignoriert. Super, ich bin schon wieder jetzt eingefroren, weil der viele Portale direkt neben Gegnern macht. Was ist zur Hölle? Du magst es doch kühl. Toll, das hat mir auch noch den Boss geklaut, weißt du? Nur am Beschweren, der Junge. Geil. Nein. Ich will lieber mal die Monolithen, komm. Oh, noch ein Boss. Ja. Oh. Uff, ach du Scheiße. Kann ein bisschen länger dauern. Vielleicht sollten wir erstmal die anderen töten. Oh, das sind zwei Bosse. Welche anderen meinst du denn? Ja, die kleinen rundrum. Mach mal. Ach komm schon, so ewig viele Erfahrungspunkte schon verloren. Kommt nicht mehr vorwärts, ne? Und ich brauche noch 17 Millionen, ja geil. Wo ist denn jetzt die. Erstmal der Leiche. Also hat bestimmt ein Level-Up schon gehabt, oder nicht? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich einen Haufen Erfahrungspunkte verloren habe. Tränke nervig belegen. So, Valkyrie Level 9. Ich hätte immer noch gern die grüne Rüstung zu meiner. Zu meinem Helm. Ich bringe mir noch ein paar mit. Jetzt lauf halt nicht auch darunter. Lass mich mal machen. Jetzt, sag mal. Was denn? Ich sag, lauf halt nicht darunter, lass mich die mal locken. Oh, ich lauf darunter. Und lock wieder 20 Gegner, weil. Du bist doch viel weiter unten. Junge! Sag mal. Ich bin keine 2 Meter von ihm entfernt, du bist viel weiter unten. Oh, du bist so weit unten, Alter. Viel weiter als ich, meine ich. Viel. Hol dir einen in die Fresse. Scheiße, mal ist viel, viel weiter unten. Vielleicht sogar noch an mir vorbeigelaufen, weißt du? Nee. Außerdem, wenn ich sage, warte mal auf mich, dann heißt das nicht, dass du mir hinterherlaufen sollst. Das ist wie so eine Beschützmission bist du in so einem Spiel. Das ist immer scheiße Beschützmission. Schütz. Oh, ich hab gleich einen Boss gekillt, so. Ach, einen Boss gekillt, ja. Hm. Oh, ich opfere dich 10 Mal und dann behaupte ich, ich hätte alles alleine gemacht. Brillante Idee. Was kann ich denn dafür, wenn du drauf bist? Ich hatte einen Level down. Wo habe ich jetzt 1 Million Erfahrungspunkte herbekommen? Hat der Boss 1 Million gebracht? Nee. Das wäre doch albern. Als Entschädigung, weil du so oft gestorben bist. Mhm.
die Erfahrungspunkte, die ich dich töte? Du hast mich ja nicht getötet. Doch, am Anfang. Schon vergessen? Soll ich dir nochmal zeigen? Kriegst du jetzt noch Erfahrungspunkte dafür? Ja. Spiel ist halt ein bisschen langsam. Blitze.